Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von The Evil Within, und Rubik, das Sackgesicht, hat uns mal wieder dazwischen gefunkt und uns von unserem Partner getrennt, nachdem wir sein Schoßhündchen gekillt haben. Und jetzt sind wir alleine hier in diesen wunderbaren... Ja, was sind das hier? Katakomben oder irgend sowas in die Richtung? Jedenfalls sind wir hier unterwegs. Haben ein paar Gegner platt gemacht, hier liegen ein paar wunderschöne Särge herum. Das wird ja immer besser. Ja, zumindest kriege ich ein bisschen Munition. Wie sieht es eigentlich aus beim Scharfschützengewehr? Ja, da sind wir eben nachgeladen. Könnte mich aber theoretisch... Naja, ich habe nur noch eine Spritze übrig. Dann heile ich mich jetzt mal noch nicht. Oh, hätte ich fast was übersehen. Dann lassen wir das mal mit dem Heilen und sparen wir lieber. Oh, hallo Ratte. Okay. Was war jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na. Ich versäume anscheinend schon wieder alles, was irgendwie wichtig ist. Ist auf dem Bild hier irgendwas Wichtiges? Naja, da erkennt man nicht viel. Da ist auch nichts. Ich kann ja aber auch nichts irgendwie untersuchen oder irgendwie. Hier muss doch irgendwas geben, oder? Sind hier wie bei Dark Souls irgendwie Geheimtüren? Das wär's ja jetzt. Moment mal. Ah! Da geht's doch anscheinend irgendwie weiter. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Aha. Oh nein, ein Safe. Finde ich nicht gut. Da kann ich sogar irgendwas machen. Oh, ein Schlüssel. Schön. Was ist denn da drin? Also, jetzt nehmen den Schlüssel. Irgendwas Ekelhaftes. So, wir haben mittlerweile wieder 6 Teile zum Basteln. Dann gucken wir doch mal, was wir basteln können. 4 Sprengpeile. 3. Dafür brauche ich 2. Ja, dann würde ich sagen, basteln wir uns mal 2 Sprengpfeile wieder. Die werden doch sicher irgendwie nützlich werden. Ist hier noch was? Die Teile könnte ich kaputt machen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwas drin ist. Da liegt noch eine Notiz aus Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen, er kommt, ich renne weg, aber er folgt mir. Gott hilf mir! Hilfe! 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 Okay. Mojo, unser erster kleiner Vorgeschmack auf den Boss, der uns hier erwarten wird. Ein Kontrollpunkt. Ach du Scheiße. Genau meine Worte, Sebastian. Genau meine Worte. Aber der hat sich zumindest, so wie es aussieht, sich jetzt irgendwie eingeschlossen. Warum auch immer. Ah, okay. Da werde ich anscheinend diese Steintafeln, von der ich ja immerhin eine schon habe, gebrauchen müssen. Damit ich den Typen hinterher kann. Warum ich das will? Ich weiß es nicht. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber es muss wohl sein. Passt. Aber 2 fehlen ja immerhin auch noch. Okay. Türen Nummer 1 und Türen Nummer 2.
Welche nehmen wir? Oh, oh, vorher nehmen wir Tür Nummer 3 hier. Hier ist ein Speicherraum. So, liegt hier sonst noch was? Sieht nicht danach aus. Na dann, hier rein. Und wieder mal ein hübsches Tagebuch von Sebastian. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr. 3,31 Kilogramm, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Mira Castellanos. Aha. Na, dann gehen wir mal wieder in unser trautes Heim. Glück allein. Das finde ich ja ganz fein. Der besorgt. Was wollte sie sagen? Jetzt habe ich sie unterbrochen. Tut mir leid. Katakomben oder Kirche entdeckt. Pastor sagt, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdecken Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Wunderbar. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Ich bitte euch. So, hier schon wieder mal eine Vermisstenanzeige. Chris Taylor, Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Mysteriös, mysteriös, meine Dame. Hm? So, jetzt natürlich mal wieder der Blick in unser Zimmer. Vielleicht gibt es hier was. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber man kann ja nie wissen. Und Tatsache, hier ist nichts. So, dann können wir aber gleich mal unseren Schlüssel einlösen. Und welches Türchen nehmen wir denn heute? Was ist das überhaupt für ein Geräusch im Hintergrund? Egal. Ach, greifen wir mal zur untersten Reihe. Ja, gut, nehmen wir das hier. Wieder mal mit Schleim. Da sagt man doch nicht nein. Oh, ich habe noch den Schlüssel. Wo habe ich denn den hier? Na, dann nehmen wir gleich die hier. Und noch mehr Schleim. Dann werde ich jetzt doch sicherlich mal Platz auf meinem Stuhl nehmen. Na dann. Wieder mal zur schönen Schockbehandlung. Immer wieder angenehm. 25.000, das ist mir ein bisschen zu teuer. 9.000, um die Sprintdauer zu erhöhen. Nahkampfschaden kostet auch 6.000. Spritzenwirkung wäre natürlich auch nicht mal blöd. Ja, her damit. Dann vielleicht kann ich hier bei den Reserven vielleicht noch ein bisschen mehr. Hier mal ein bisschen mehr und Schrotflintenmunition auch noch ein bisschen mehr zum Tragen. Und dann sollte das auch eigentlich reichen, denn ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass mit 1100 Punkten noch irgendwie irgendwas gehen wird. Wobei ich könnte gucken, vielleicht kann ich beim Scharfschützengewehr noch irgendwas aufbessern. Ja, die Nachladegeschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Aber gut, dann nehmen wir hier noch den kritischen Schaden. Oder die Crit-Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, das könnte eher die Wahrscheinlichkeit sein. Aber ist ja auch nicht zu verachten. So, dann gehen wir noch schnell speichern. Ich will ja nicht alles nochmal machen, falls ich drauf gehen sollte. Und dann kann es wieder zurückgehen. Und wie sieht es denn jetzt eigentlich gerade mit meiner Spritzensituation aus? Ich habe immer noch eine. Ich dachte mir gerade, ich hätte vorhin eine gefunden. Anscheinend nicht. So, welche Tür ist als erstes?
Tür Nummer 1 oder Tür Nummer 2? Naja, Tür Nummer 2 ist nie, also gehen wir zur Tür Nummer 2. So einfach geht's. Und bitte mal eine Waffe ziehen. Kann ich die Kerze anzünden? Nein, kann ich nicht. Und hier ist mal, ja, Stacheln an der Decke. Sieht ja schon mal gut aus. Meins? Wofür wird der Hebel wohl gut sein? Tja, wer hätte das gedacht? Hat mir jetzt aber nichts gebracht, aber naja. Wir konnten es zumindest mal ausprobieren. Und da liegt noch ein Tontagebuch. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Ja, Safe ist ja schon mal ein gutes Stichwort, hä? Das hier sieht aber auch irgendwie schwerst verdächtig aus. Hohoho. Hallo, upsala. Das will ich doch bitte mal entschärfen. Danke. Und ich glaube, irgendwie, da will ich nicht runter. Moment mal. Ha! Und jetzt geht's nach oben. Sind da oben Stacheln? Da oben sind auch Stacheln. Und da liegt einer. Abfackeln! Lässt er mich nicht. Bleib liegen! Junge! So. Dann lasst mich hier mal bitte durch. Ein Kontrollpunkt. Ups, der Schlag ging mal ins Leere. Ich mache jetzt, glaube ich, mal besser die Laterne aus. Da drüben hängt einer. Nur, das, wo der hängt, das ist hier irgendwie mit dem Schalter verbunden. Also schätze ich mal, dass sobald der hier runterfällt, macht es hier Klick und da macht es BAM. Und wenn ich da zufällig drunter stehe, wäre das nicht so praktisch. Was? Wieso hast du jetzt auf die Ratte getreten? Die tut dir doch gar nichts, Junge. Kann es sein, dass du zufällig irgendwie Aggressionsprobleme hast? Ich kann die Ratte sogar abfackeln, wenn ich will. Naja, ist eigentlich ganz gut zu wissen, um ehrlich zu sein. Und das wollte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht tun. Ich wollte mich doch nur ducken, um hier durchzugehen. Oh, da ist schon wieder mal eine Falle gespannt. Aber Moment mal, bevor ich jetzt weitergehe, gehen wir doch nochmal zurück. Muss eine Falle sein. Ja. Ja, toll. Toll geschossen, Sebastian. Ja, so dachte ich mir das schon. So, das müsste jetzt aber ja theoretisch gehen, wenn ich schnell genug bin. Ich muss ja auf die andere Seite rüber, um die Falle auszulösen. Ja. Heißt also, ich muss mal auf den Typen warten. Na komm,
Na komm, mein Freund, na komm, mein Freund. Na, 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 na. Ja, elegant, wie du hier hochkletterst. So, dann spring jetzt wieder runter und ich gehe hier hin. Und mach's gut. Oh. Und nichts gedroppt. Was für ein Sack. So, ich glaube, er war jetzt, dann schärfe ich gleich mal die Falle hier. So. Dann kann ich mir auch gleich wieder ein bisschen was bauen. Und zwar ein paar von diesen hier. Ja, so ist das doch schön. Da liegt eine Flasche. Brauche ich die irgendwie unbedingt? Hm. So, wir hätten hier mal eine Tür und da was zum Aufkurbeln. Kann ich hier durch? Nein. Tja, dann ist mal Kurbeln angesagt. Aha. Huhu, oh. So, na gut, dann würde ich sagen, versuchen wir bei denen wieder denselben Trick. Ach toll, jetzt kommt da hinten noch einer. Noch zwei. Die funken wir jetzt aber gerade mal ein bisschen in die Parade, muss ich sagen. Komm. Naja, versuchen wir es so. Komm, wenn hier mal zumindest mal ein paar. Oh, da stehen schon ein paar drin. Oh, ja, du stehst aber auch irgendwie ungünstig. Hallo. Ih, der hängt da noch dran. Bäh. So, jetzt mal bitte wieder auf die andere Seite. So, war ja nicht noch eigentlich irgendeiner hier drüben? Oder habe ich den jetzt auch weggemacht? Aber der wird wohl doch nicht hier drin sein, oder? Ne, da hängt nur der eine in der Ecke fest. Hey, Junge. Hier bin ich. Na. Ja. Komm schon. Es ist immer so elegant, wie die landen. Na komm. Komm hier. Komm, 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 komm. So, jetzt versucht er sich wieder hier hochzuschleifen. Ich gehe derweil auf die andere Seite. Komm schon, dreh dich um. Und mach's gut. So, dann sollte der auch weg sein. Dann muss ich jetzt nur noch irgendwie den Typen hier. Na, komm her. Komm her. Hier, komm her. Put, 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 put. Na komm, mein Freund. Mach dir doch das Leben nicht so schwer. Oh. Hallo. Ah, geht doch. Auf Wiedersehen. So, die haben wir doch jetzt mal eigentlich ganz nett entsorgt, kann man mal sagen. Oh, der hat sogar ein bisschen Schleim gedroppt. Das finde ich ja mal wahnsinnig nett von dir. So, und die sind jetzt durch diese Tür gekommen. Kann ich jetzt hier durch? Tatsache. Und hier gibt es gleich mal ein bisschen Munition und ein schönes Schafott. Bitte mal. Oh, ho, 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 ho. What the. Wieso soll ich denn hier durch?
Geht anscheinend nicht. Muss ich wohl noch irgendwas machen. Na, dann gehen wir mal hier weiter. Oh, da ist sogar eine Axt. Wunderbar. Und einmal noch. Und dann sollte es aber auch reichen. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Oh, da ist wieder mal dicht jetzt. Und ich höre irgendwo einen. Was ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht so prickelnd finde. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht, dass der hier irgendwo um die Ecke steht. Und sobald ich da runter gehe, der irgendeinen... Okay, da oben geht es auch noch hoch. Aber was ich sagen wollte, ich will nicht, dass der irgendeinen Scheiß auslöst. Aber ich glaube... Ja... Klappe. Oh, da kommen noch mehr. Kommen noch mehr. Auslösen, auslösen. Oh, und da bekommen wir anscheinend das zweite Teil. Aber ich will vorher ehrlich gesagt noch da nach oben. So, gedroppt hatte keiner was von denen. Nein. Meine Axt habe ich verbraucht. Na, dann lösen wir hier mal nochmal aus. Dann stelle ich mich hier drauf. Und wie es aussieht, darf ich nicht zu weit nach oben fahren. Deswegen stellen wir uns hier gleich mal an die Ecke. Und rein da. Sehr schön. Ein Blendbolzen. Ein Schlüssel. Auch nice. Granaten. Mit Granaten sind wir voll. Aber zumindest noch ein bisschen Schleim. Und hier geht es wieder nach unten. Wo sind wir jetzt? Ach, wieder hier. Okay, gut, dann... Kann ich jetzt eigentlich hier zurück und mir das zweite Steinschlüssel-Dings holen? So, und wir sind wieder zurück. Schön. Ah, hier kann ich einsetzen. Sehr. Nur noch eins. Ja, nur noch eins. Und dafür müssen wir dann wohl in diese Tür. Aber was sich in dieser Tür jetzt dann verbirgt, das sehen wir dann in der nächsten Episode von The Evil Within. Und bis dahin sage ich tschüss, auf Wiedersehen. Hoppa, sieht sich.